Tabletten gegen Seekrankheit vergessen. Erbrochenes kann ein starker Lockstoff für Haie sein. Proteinergänzung enthält keine Zusätze, sodass der Hai sich keine Gedanken über versteckte Farb- oder Geschmacksstoffe machen muss. Der Seewolf schneidet. Prosperity Sands verfügt über glitzernde weiße Strände, die für das alleinige Vergnügen der Ultra-, Mega- und Superreichen abgezäunt sind. Bullenhai-Weibchen frei herumschwimmt, müssen die Jäger vor Ort eine Kaution hinterlegen und den Kater der letzten Nacht abschütteln, damit sie aufs Wasser fahren können. Right under me!
Manchmal müssen auch Haie genug Masse aufbauen. Wird fürs Erste vertagt. Nur hier in der Grotte kann das Haiweibchen die absolute Ausgeglichenheit tief in seiner Seele erfahren. Im Laufe des Lebens eines Bullenhais nimmt er ein recht breites Sortiment an Ballast und Treibgut zu sich. Schwerer, einen erfolgreichen Casino-Raub durchzuziehen, wenn man von der Straße ins Meer fährt und ertrinkt. Staatlichen Rekord der Anzahl widerruflicher Verstöße beim kommerziellen Fischen.
Jagd ist vorbei. Und bei Flamingo Joes wird es zweifelsohne in der Klasse klingeln. Trimaran verlief sich auf seiner Reise in das mythologische Trockene, wie bereits viele vor ihm. Ökosystem zu kümmern, ist ein komplexer Prozess. Was für einen Unterschied machen da schon ein paar Seehunde? Gegen Haiangriffe gründete sich nach Experimenten mit Tieropfern, die den Haigott Dakuwaka besänftigen sollten. Thank you.
Wenn man einmal akzeptiert, dass unsere moderne Industriekultur nur eine von vielen ist, die Aufstieg und Fall erlebten, kann man unserem unvermeidlichen Zusammenbruch gelassen in den Rücken sehen. Luxury Leisure Groups hat auch den Anspruch, es gewohnt, alles zu verschlingen, was seinen Weg ins Wasser findet. Letztendlich nicht in der Lage, die Vergeltung der Natur aufzuhalten. Die Schwanzflosse kann ganz nützlich sein. Alten Götter wissen zwar Menschenopfer zu schätzen, doch sind selten begeistert, nach Port Clovis gerufen zu werden. In allzu ferner Zukunft wird ein junger, visionärer Unternehmer diese drei Muscheln beim Schnorcheln entdecken und die Toilettenpflege revolutionieren. Nur hier kann der Hai das Wunder der Selbstliebe erfahren. Thank you.
Der Bullenhai ist nicht wirklich ein Gourmet. Er frisst so ziemlich alles. Jagen aus demselben Grund wie wir alle, um die innere Leere zu füllen. Findet in Port Clovis der Megasonic Elektro-Karneval statt, was dem lokalen Zweig für MDMA einen echten Schub gibt. Ich weiß nichts über Raves, aber wenn man nachts am Strand ein Nickerchen macht, bittet man doch nur darum, gebissen zu werden. Die der Menschen ist kurz. Sie haben das Haiweibchen und seine vielen Verbrechen bereits vergessen. Und so endet die Kopfgeldjagd. Thank you.
Dieses Instant-Protein ist eine tolle Zwischenmahlzeit, die dem Hai genug Energie gibt, um eine schwerwiegende Masse zu erreichen. Bullenhai kann durch selektive Fütterung größere Maximalgrößen erreichen. Beinhaltet Painted Sails, ein 5-Sterne-Resort, das über den Überresten von Unimacha errichtet wurde, einer präkolumbianischen Stadt, die einst die fortschrittlichste Zivilisation des alten Amerikas beherbergte. Der Küstentourismus in den USA nimmt weiter zu und verleitet Millionen von naiven Amerikanern zur Bestechung von Sonnenschirmverleihern. Die Griechen glaubten, dass König Poseidon die Gewässer beherrschte, während sie hier in Prosperity Sands von Luxury Leisure Groups International regiert werden. Die Analyse der Küstengewässer zeigt, dass der Besitzer des Gebiets eines Tages einen netten Scheck des National Flood Insurance Program erhalten wird. Der Herrscher der Tiefsee, der weiße Hai. Der weiße Hai wird oft als König der Meere bezeichnet, was ihm ein verzerrtes Bild eines Monarchen der modernen Gesellschaft verleiht.
Pete, was ist in den Fässern drin? Fisch, Futter. Pete, was das auch ist, kannst du es bitte lassen? Wir schnappen uns den Hai. So oder so. Es ist nur, dass das unnötig destruktiv erscheint. Ich meine, es ist nur ein Hai. Da gibt es ein ganzes Ökosystem. Ein Hai hat meinen Jungen getötet. Peter, hör zu, ich verstehe. Willst du noch weiter darauf rumreiten? Sind die Haifischjäger sehr daran interessiert, unser Bullenhai-Weibchen schon vor dem Startschuss zu finden. Anordnung, nach der ich nicht näher als 60 Meter an den Strand herankommen darf. Aber mit einem guten Fernglas kann man eine Menge sehen. Es scheint, dass Port Clovis sein Schurkenhai-Weibchen völlig vergessen hat. Vorerst. Es ist wunderschön hier. Leider sind Bullenhaie farbenblind. Dieser Hai ist eine Art Superabfallplünderer, der im Prinzip keine Geschmacksnerven besitzt. Thank you.
Der Bullenhai zieht sich zur ruhigen Besinnung in seiner Grotte zurück.